werde kurz Camp2Camp vorstellen und dann wird Elisabeth Schweizmobil-Projekt präsentieren. So, Camp2Camp ist ein Unternehmen, welches auf die Entwicklung und die Integration von Open Source Software spezialisiert ist. Es wurde in 2001 gegründet und umfasst heute 52 Mitarbeiter. Der Hauptsitz von Camp2Camp ist in Lausanne und es gibt zwei Niederlassungen in Frankreich und Österreich. So, Camp2Camp bestätigt sich in drei Bereichen. So, die erste Abteilung ist Geospatial Solutions. So, wir beherrschen alle wichtigen Open-Source-Lösungen im Bereich Geospatial, von der Datenverwaltung mit PostGIS bis Metadatenkatalog, GeoNetwork und 3D mit Cesium. Wichtige Kunden sind zum Beispiel Swisstopo und Kantone mit map.geo.admin.ca. Die zweite Abteilung ist Business Solution. So, diese Abteilung entwickelt Open Source Lösungen mit Odoo, vorher OpenERP, für System zur Unternehmenverwaltung. So, wir sind Odoo Gold Partner und dreimal weltweit Best Partner, Best Odoo Partner. Und die dritte Abteilung verwaltet Infrastruktursystem. So, seine Aufgabe ist die Realisierung von komplexen Linux-Server-Architektur. Dazu wird Automatisierungssystem wie Puppet genutzt. So, diese in diesen drei Aktivitäten bieten wir die gesamte Servicepalette von Beratung, Schulung bis zur Entwicklung und Support. Okay, so Camp2Camp Geschäftsmodell basiert seit Beginn auf Open Source Software und wirkt stark in den Entwicklungscommunities mit. So, Camp2Camp benutzt nicht nur Open Source, sondern entwickelt diese auch weiter. Unsere Strategie ist, dass unseren Ingenieur im Kern der Communities vertreten sind, auf Committer-Stufe oder in der Project Steering Committee. Das garantiert eine nachhaltige Entwicklung und Kundenbedürfnisse können direkt einfließen. Okay? So, das ist alles nach Camp2Camp und Elisabeth kann Schweizmobil-Projekt präsentieren. Genau, ich werde einen kleinen Überblick geben. Ah, danke. Wie geht's da weiter so? Gut, perfekt. Ich bin Projektleiterin bei Camp2Camp und in diesem Rahmen auch für das Projekt Schweizmobil aktiv. Jetzt vielleicht kurz ein bisschen ein Ausflug. Letztes Wochenende waren Sie wandern vielleicht? Haben Sie vielleicht eine Velotour unternommen? Oder vielleicht war es auch ein bisschen warm, so jetzt langsam der Sommer fängt an. Eine Kanufahrt auf einem Fluss. Das alles hängt mit Schweizmobil zusammen. Vielleicht haben Sie dann Beschilderungen von Schweizmobil angetroffen oder Sie haben Ihre Tour geplant mit Schweizmobil, mit Informationen auf den Webseiten von Schweizmobil. Die Stiftung Schweizmobil, die diese Informationen aufbereitet und zur Verfügung stellt, diese hat sich zum Ziel gesetzt, den Langsamverkehr in der Schweiz zu fördern und die ganzen Informationen, die irgendwo vorhanden sind oder auch noch nicht vorhanden sind, aber nötig sind, um
um das Angebot attraktiv zu machen, diese zu koordinieren und schlussendlich in einer guten Form den Benutzern oder den interessierten Leuten zur Verfügung zu stellen, so dass es einheitlich aussieht und dass es eine auch gut über oder gut auffindbar ist, gut strukturiert ist. Ja, durch das haben Sie unter anderem eine Informationsplattform aufgebaut, welche dann die verschiedenen Informationen anzapft. Und dies geschieht im Falle der Webkarte und den damit zusammenhängenden Tools mittels Open Source Software. Und zwar fast vollständig. Das möchte ich jetzt einfach kurz in einem Überblick darstellen, was es da so gibt. Es gibt ein ganzes Set an verschiedenen Tools, an, ja, sind sogar mehr als was jetzt hier drauf sind. Ich werde die ein bisschen ja, strukturiert nochmals präsentieren. Da ist zum einen, wenn wir da so ein bisschen auf der Basis anfangen, ist da die Infrastruktur. Was brauchen wir da? Wir haben eine Infrastruktur aufgebaut, welche Cloud-basiert mit Debian aufgesetzt wurde und dann, überpoppet wird diese auch verwaltet. Cloud-basiert ist daher wichtig, weil die Informationen sehr saisonbedingt sind. Wir haben im Sommer bis zu 30 bis 40.000 Visitors pro Tag und im Winter sind es ein wenig, ja, sind es weniger und dadurch können wir dann auch die Infrastruktur skalieren, entsprechend dem effektiven Bedarf. Ja, ein anderer Teil der Infrastruktur ist auch das Monitoring, das Sie schon im Vortrag von Milan kommen ein bisschen gesehen haben. Da haben wir die genau gleichen Tools eigentlich gesetzt, auch das ELK mit Logstash, Elasticsearch und Kibana. Was ich nicht bestätige, es hat sich sehr bewährt und wir sind sehr zufrieden mit der Lösung. Die Informationen werden gespeichert, es sind einige Informationen, wir verwenden dazu eine Postgres oder mehrere Postgres-Datenbanken, die eine PostGIS-Erweiterung haben, da die Informationen hauptsächlich geografischer Natur sind. PostGIS ist die Erweiterung, eigentlich die sehr verbreitete Erweiterung für geografische Daten in Postgres und daneben für einige Daten, die über Suchfunktionalitäten zur Verfügung stehen sollten, setzen wir auch Elasticsearch ein. Ja, eben Daten, was sind das? Das sind bis zu 700 Routen, nein, ich glaube über 780 Routen, so etwas, die alle beschrieben werden, die alle noch unter sich Segmente haben von den Routen und die wiederum beschrieben werden. Zahlreiche Bilder für die Routen, für weitere Informationen, über 1000 von Points of Interest. Man sieht hier nicht alle, weil es sonst, es wäre einfach schwarz. Die werden eigentlich, wenn man die Webkarte aufruft, werden die einfach ein bisschen zusammengefasst, dass man noch ein bisschen Karte dahinter sieht. Und dazu kommen dann noch mittlerweile also Ende 2014 waren es über 700.000 selbstgezeichnete Tracks, die User, die den Pro-Account erworben haben, die können ihre eigenen Tracks zeichnen, ihren eigenen Content erstellen und so ihre Routen planen und wieder anschauen oder nochmals aufrufen. Diese ganzen Informationen wurden mit der Zeit so groß, eben diese 700 Routen mit noch Segmenten, dass ein Bedürfnis aufkam, dass man diese Informationen über ein einheitliches Content-Management-System verwalten kann. Das Bedürfnis war aber relativ komplex von Schweiz Mobil und es beinhaltete auch gewisse Business-Prozesse,
so gewisse Workflows, die genauso implementiert werden sollten. Und dadurch haben wir auf das ERP-System Odoo gesetzt und konnten hier eine sehr genau adaptierte Lösung erreichen in dieser Struktur, die sie brauchten. Wenn wir jetzt weitergehen Richtung Backend, was brauchen wir da an Webservices oder an Serverkomponenten, die dann die Informationen zur Verfügung stellen? Das ist zum einen der Map-Server, der in der Geospatial-Bereich recht bekannt ist. Das ist ein Kartenserver, der Kartenbilder oder Karteninformationen, geografische Informationen ausliefern kann. Gewisse Mapfish-Services, auch ein Tool im Geospatial-Bereich. Und was sehr wichtig ist, wir haben sehr stark auf offene Standards gesetzt. Das ist ein heißes Thema im Bereich Geografie oder geografische Informationen, da die Daten sehr teuer sind. Und dann macht es einfach auch Sinn, diese austauschen zu können, weil man kann die nicht einfach so nochmals generieren oder nochmals erzeugen. Und der andere Teil ist, wir haben durch das, dass wir ähnliche Tools eingesetzt haben wie beim Projekt MapGeoAdmin, und auch durch das, dass wir auf offene Standards und Schnittstellen gesetzt haben, haben wir einige Services, REST-Services, aber auch API-Services eingebaut von MapGeoAdmin und können so einige Synergien nutzen. Wir haben bei Schweizmobil dann wiederum ein API erstellt, das dann anderen Partnern erlaubt, eine kleine Karte einzubauen, auf ganz einfache Weise in ihre Webseite wiederum. Also das geht dann immer weiter eigentlich. Ja, jeder bringt noch einen gewissen Informationszustupf oder ja, einen Funktionalitätenzustupf und das wird dann so weiter genutzt. Auf der Publikationsseite sind wir jetzt im Moment sehr nahe an einem neuen Release wieder, wo wir auf eine neue Version der Open Layers Programmbibliothek setzen, eine Bibliothek, die mit einem Community-Effort neu erstellt wurde oder ein neues Release gemacht wurde, wo Camp2Camp sehr stark auch dran war, diese Community zu koordinieren oder auch die Finanzierung zu suchen. Diese dann verknüpft mit Angular Bootstrap, bekannten und sehr modernen Frontend-Bibliotheken. Und jetzt ganz neu auch Cesium, Claude Philippon hat es kurz erwähnt, Cesium als 3D-Tool, das heißt, wir gehen wirklich Richtung 3D, wir können mit dem Cesium Globus-System unsere eigenen 3D-Daten einbinden, unsere Funktionalitäten auch erweitern oder auch in der Community dort beitragen. Genau, das ist so die Richtung, wo es geht. Das heißt, ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen einen Einblick gegeben, was dahinter steckt. Das Bild ist aber eigentlich, es ist irgendwie nicht so richtig. Eigentlich fände ich es besser so, weil diese Tools, die sind nicht einfach Schweizmobil. Diese Tools, die sind in ganz vielen Projekten sonst noch verwendet. Sie werden generisch verwendet. Wir werden auch die Entwicklungen, die wir in Schweizmobil machen, die generischer Natur sind, spielen wir wieder zurück in diese Programmbibliotheken zurück. Und es sind noch ganz viele andere Schnittstellen, die da vorhanden sind und die möglich sind in diesem Projekt. Und dadurch ist das ein bisschen, ja, ich hoffe, man sieht es ein bisschen, der Vorteil der Wahl für diese Strategie ist ganz klar, dass Synergien mit anderen Projekten genutzt werden können und dass so auch eine langfristige und nachhaltige Entwicklung erreicht werden kann. Jetzt weiß ich nicht, wie ich mit der Zeit stehe. Ja, so ein, zwei Minuten. Okay. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder so, oder auch im Abo, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Super, vielen Dank.